valuable crypto hardware wallets owned by famous artist Martin Charney has just been reported stolen. Local law enforcement has been dispatched to the suspect's hideout. Moin Leute, Trimax hier. Heute kommen wir wieder zu einem Format, was ihr letztes Mal sehr gefeiert habt. Und zwar ist heute Black Friday, noch weniger als 2 Stunden. Und meine Mods dürfen, weil sie so geniale Arbeit leisten und das alles fantastisch machen, sich was aussuchen. Das Team bekommt 2000 Euro, sind 15, 18 Leute, irgendwie sowas. Jeder hat 125 Euro und konnten das jetzt erfüllen. Wir haben die alle Mods hier, eine Liste und schauen uns jetzt mal an, was sie da alles so reingepackt haben. Und Chef Strubel ist auch mit dabei. Hallo Chef Strubel. Guten Tag. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Sau gut. Das erste ist von Senkun. Die Liste heißt Papa. Trimax Nachwuchs. Da im Mai 2022 der Nachwuchs ansteht, hatte ich nicht viel Mitspracherecht. Das sind schon wieder Black Friday Deals. Absolut geil. Das ist cool, wenn man da unter die Arme greifen kann. Was haben wir denn dabei? Amazon-Marke. Mama Bierschnuller mit Sterilisationsreisebehälter. 0 bis 6 Monate. Viererpack. 4,5 Sterne. Super Wahl. Natürlich was zum Beißen und Saugen, Zwinker-Smiley. Gute Wahl, ist genehmigt. Multifunktionale Kuschelnest, Babynest, Kokon für Babys und Säuglinge, Nestchen, Reisebett, 100% Baumwolle, antiallergisch, damit es überall kuschelig schlafen lässt. 27,99, 4,5 Sterne, ultra geil. Das Ding hätte ich gerne auch in groß. Das sind auch Artikel, mit denen habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Nicht mal als Geschenk oder so? Dauert. Nee, noch nicht mal als Geschenk. Also es sind alles Sachen, die sagen mir gar nichts. Warte, also bis zum 3-4 Jahre dauert's. Dann mal gucken. Okay. Als nächstes. Grundig Flaschenwärmer, Babyflaschenwärmer 3 in 1. Anti-Bauchweh, Automatik für 2 Flaschen. Babykostwärmer mit Reisesterilisator für Babyflaschen. Gläschenwärmer, Warmhalter, Baby Bottle Warmer. Was ist das für ein Produktname, Alter? Das sind einfach 7 verschiedene Namen für das Ding. 40 Euro, aber auch hier die Bewertung. Absolut top. Das wird auf jeden Fall das Richtige sein. Als nächstes, 15,99 Fieberthermometer, kontaktlos Infrarot, Stirnthermometer, schwarz. Schon geil, dass es sowas gibt mittlerweile, ne? Damals musstest du immer so ins Ohr oder so reinstecken. Ist gut. Antipopfi ist auch gut da oben. Ja, das ist, was es alles gibt. Und für den werdenden Opa, Sun Artis, Aluminium, Kunststoff, Grillzange, mit Fleischthermometer. Wow. Geil. Wie selbstlos. Alles ist gekauft. Alles ist gekauft fürs Baby oder für den werdenden Opa. Smart, selbstlos, geile Artikel. Alles genehmigt. Ultra stark. Gute Wahl. Nächster Mod. Föni. Oh, nur ein Artikel. 120 Euro. Oh. Behring Herren Analog Quarz Solar Collection Armbanduhr mit Titan Armband und Saphirglas. Wow. Da wird direkt mal gegönnt. Föni hat übel Bock, Alter. Wenn wir uns in der nächsten Gamescom dann sehen in 9 Jahren, so, nach der 36. Welle, dann will ich, dass du sie am Handgelenk dabei hast. Schick, schöne Farben. Sehr gut gemacht. Wen haben wir? Ey, ich komme immer noch nicht drauf klar, Chef Strubel, dass du das erste Video noch nicht gesehen hast. Ich hab's ja noch nicht, wurde mir nicht vorgeschlagen. Das gibt's nicht. Das war so heftig, so einer der geilsten Lachkrämpfe. Da hatte ich noch frisch meinen Schlüsselbeinbruch. Es hat 1 Million Aufrufe und Teil 2 hat 750.000. Das war so eine geile Folge. Ey Leute, zieht's euch rein. Wenn euch sowas gefällt, Try React Kanal abonnieren. Da kommt sowas öfter. Fertig. Ah, Beschreibung lesen. Die wird beim Schlafen und Sport nicht mehr abgenommen. Ja, richtig. Anspielung auf dich. Ja, es ist auch richtig, Alter. Den nächsten Mod. Bad Mate Pad. Danke im Voraus. Was haben wir hier? 512 GB USB-C Flash-Laufwerk, Hochgeschwindigkeits-USB, 3.0 Speicherstick für Musik, TV, Video, 3700 Bewertungen für nur 12 Euro. Ich habe noch nie einen USB-Stick gesehen, der auch USB-C hat und USB. Ist eigentlich aber smart. Das sind so richtig... Ja, so ja komm, hallo, ich bin Badmate, Pat der Programmierer, ich bestelle mir nur Sticks und sowas. Als nächstes haben wir eine Monitorhalterung. 4,5 Sterne, ist sie gut, höhenverstellbar. Willst du mir die empfehlen? Brauche ich die auch? Sie okay, schwenkbar, 360 Grad. Cool. Und als nächstes habe ich, glaube ich, auch. Kann ich auch nur empfehlen. Anker PowerCore 3 Elite Powerbank 20, iPhone 11 Pro 11, XS, Max, X8 und mehr. Wieso ist das so ein Ding, dass man so viel, bei den Produkten so viel zuholt? Weiß nicht, ist das in Deutschland vielleicht Pflicht, dass man da das hinschreibt? Nee, ich glaube, dann werden die geiler gefunden in der Suchding. Super smarter technischer Stuff, Top-Bewertung, alles bewilligt, das sollst du haben. Oh,
Als nächstes haben wir Hayo, richtig ausgesprochen. Da sieht man es auch nochmal. Was haben wir? Echo Show, zweite Generation, Anthrazit. Mit den Lampen im Doppelpack. Ich habe auch eine Amazon-Show. Habe ich aber bisher noch nie genutzt, das Show-Ding. Aber der Sound ist auch gut von dem Ding. Das Ding hat auch guten Sound. Damit wir endlich Licht in unserem Modkeller haben, smart. Als nächstes Ankerkraut, Rührei-Gewürz für Omelette-Rührei. Auch für Veganer und Vegetarier, 80 Gramm im Korkenglas. Letztes Mal hatte Ankerkraut das Video gesehen, dass sich die Mods das gewünscht haben, haben Alex angehauen und dann geschrieben, yo, wünscht ihr euch was? Wir schicken euch was zu. Und dann hat Ankerkraut noch zusätzlich kostenlos den Mods Gewürze zugeschickt. Alter, Big Spin braucht auch welche. Meldet euch bei ihm. Ja, Big Spin braucht unbedingt Gewürze. Also ihr müsst euch unbedingt bei Big Spin auch melden über Twitter, Instagram. Der braucht so doll die Gewürze. Mhm. Vor allen Dingen Rührei-Gewürz für Veganer, macht ja gar keinen Sinn. Also man kann das Rührei-Gewürz dann auch woanders verwenden, aber weißt du, wer holt sich denn Rührei gibt, vegan? Gibt, ist ja nicht, ne? Ja, gibt's. Vegane Eier? Ist nachempfunden, ne? Ja, aber weißt du, was ich meine. Als nächstes, Uno Flip, Metal Games, GDR 44, Uno Flip-Kartenspiel, deutsche Sprachversion, ab 7 Jahre. Bock auf eine Runde? Uno immer geil, aber was Flip? Trotzdem cool. Dann natürlich noch Nintendo Switch Controller, der hat 5 von 5 Sternen, da machst du nichts falsch. Besser Controller, change my mind. Ja, ist gut. Also, klar, es gibt coolere, aber für die Switch ist es der beste. Sehr stark, gute Wahl. Als nächstes Ryox. Bierballer. Shotpong. Das legendäre Bierpong-Spiel als Shot-Version. Die Trinkspiel-Neuheit 2020. Inklusive gratis Ersatzteile. Mini-Pong ist ideal für Partys, Vorglühen, Festivals oder auch als Geschenk. Sehr geil. Auf jeden Fall ein super Utensil in der 4. Welle im Lockdown. Schön alleine einfach mal die Bälle baumeln lassen. Bei Baller wurde er sehr hellhörig, der Strobel. Bierballer. Als nächstes. Bands Realm Backpack Rucksack. Ist cool. 20 Tacken. Super Bewertung. Die Leute feiern's. Occulto Leather Patch Wintermütze Beanie. Auch cool. Dann NFL New York Giants Premium Wimpel. Oh, die sind ganz schön bad. Echt? Nee, keine Ahnung. Ich schau ab und zu nur NFL. Er hat sich einfach einen Wimpel. Ah, guck mal, was er sich da holt. Da, das will ich auch fürs Laden. Ganz, ganz cooler Typ. Gräve Bürgerpresse mit 50 Blatt Backpapier. Hamburg Bürgerpresse, Set aus Aluguss für leckere Hamburg-Patties. Barbecue Bürgerpresse mit Anti-Haftbeschichtung. Die habe ich nicht bekommen. Ist die cool? Ja, die sah geil aus. Das Set war noch sogar geiler mit der Burgerglocke und so dazu. Geil. Fanta Exotic, immer wieder geil. Direkt eine Palette. Brauchst du. Lustiger Haustierhelm, lustige Kopfbedeckung für Haustier, Henne, Helm, 3 Sterne, 1 Bewertung. Mein Huhn wurde trotz Warnweste, er hat letztes Mal eine Warnweste für seinen Huhn bestellt und benötigt zusätzlich noch einen Helm. Safety first. Das hat nur 3 Bewertungen, 1 Bewertung und dann nur 3 Sterne. So, als nächstes. Bestseller, geiler Scheiß. Kackende Tiere Adventskalender. Was? Da scheißt einfach ein Hund und du weißt, wie sehr Hunde es hassen, beim Scheißen beobachtet zu werden. Ja. Da möchte ich die Bewertung lesen. Und ein FC Bayern Kissen in Rot-Weiß. 6 Sterne, 5x5 Sterne. Alter, er will hier auch richtig anecken, ne? Ja, erstmal mit Giants und dann noch Bayern. Die Bewertung müssen wir jetzt ganz kurz durchlesen von den kackenden Tieren Adventskalender. Das ist ja, scheint interessant zu sein. Wir schauen uns das einmal an. Aus Deutschland. Lustiger Adventskalender. Super kackende Tiere. Schöne Fotos mit sehr guter Auflösung. Meine Freunde und Kinder haben sich sehr darüber gefreut. Mein eigenes Exemplar liegt neben dem Klo. Dazu eine Kerze anzünden und die Weihnachtsstimmung ist perfekt. Okay. Wir haben uns kaputt gelacht, als wir mal reingestöbert haben. Habe ihm meinen Freund nur geschenkt, weil ich es nicht mehr geschafft habe, selbst einen Adventskalender zu gestalten. Wow, ich glaube, es ist kaum zu toppen. Und das Geilste, man kann einfach jedes Jahr wiederverwenden. Das Buch bleibt ja bestehen. Nächstes Jahr bekommt ihn meine Oma. Scheiß drauf. So kann man der Adventszeit ideal am Arsch vorbeigehen lassen. Sehr witzig und nett gemacht. Lustiges Geschenk. Der beste Adventskalender ever. Was haben wir gelacht? Das Jahr war beschissen, aber die Adventszeit wird lustig. Jeden Tag ein Häufchen. Wie feiern das die Leute? Ein großer Haufen Vorweihnachtsfreunde. Endlich mal ein lustiger Adventskalender, über den man sich jeden Tag freuen kann. Ohne Witz, durch die Kommentare habe ich irgendwie auch Bock auf das Ding bekommen. Auf dem Kissen ist der Adventskalender perfekt platziert. Hoffentlich wird der Shitstorm nicht zu groß. Oh, gut. Gut. Gut das Ding noch gedreht. Das Bayernkissen ist die Halterung für den kackende Tiere Adventskalender. Smart. Da scheißt der Hund einfach aufs Kissen. Alter, gut gedreht. Weiter geht's, Mr. Braunbär. Max, gönn mal Porsche. Lieber Stefan, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses zuvorkommende, verfrühte Weihnachtsgeschenk. Also wenn man zusammenrechnet, kommt man auf 125,93 €. Aber Red Eagle, aka Dave, der Ehrenmann, hat mir sein Budget von 93 Cent abgegeben. Ich hoffe dennoch, Ihre Gunst zu erlangen. Es ist Grüß unterwertig und voller Erfolg mit der Braunwehr, aka Björn. Die 93 Cent, gut, dass dir
dass der Red Eagle das gegeben hat, sonst hätte ich, das wäre nicht gegangen. Dann hätten wir eins streichen müssen. Okay, was haben wir? No Hair Crew Premium Enthaarungscreme für den Intimbereich. Extra sanfte Haarentfernung für Männer. Wow. 3,5 Sterne nur. 12.500 Bewertungen. Letztes Mal habt ihr euch ja diesen Eierrasierer geholt, wo alle eine Bewertung haben, die sich die Eier damit blutig geschnitten haben und die Notaufnahme mussten. Jetzt wird auf die sanfte Tour versucht. Aber es scheint ja nicht so gut anzukommen, ne? Nee. Wir müssen uns dort einmal ganz flott die miesen Bewertungen, 1-Sterne-Bewertungen reinziehen. Schon im Ausschlag oder so irgendwas. Chemische Verbrennung kann ich nicht empfehlen. Nach Anleitung aufgebraucht, nach circa 30 Sekunden trat ein unerträgliches Brennen ein, wurde dann sofort sehr gründlich abgespült. Haut hat sich an zwei Stellen circa 2 cm bis aufs unterste Hautschichten abgelöst. Restliche Haut ist rissig und sehr schmerzhaft bis empfindlich. Einzelne Stellen sind leicht blutig. Habe Cortisoncreme aufgetragen, das hilft. Kann das Produkt definitiv nicht empfehlen. Haare sind auch nach dem chemischen Verbrennen Stellen noch da. Nach 30 Sekunden ist das aber wohl zu erwarten. Ich habe blaue Flecken gehabt. Die Haare sind weg, aber ich habe keine Ahnung, was für blaue Flecken ich bekommen habe. Ich muss den Arzt besuchen. Unbedingt Finger weg. Nicht für Hoden geeignet. Habe alles nach Anleitung gemacht. What the fuck, Mann. Auch nur eine kleine Stelle probiert, das tat nicht weh, aber als ich Vollcam aufgetragen habe, wurde es nach ca. 10 Sekunden so heiß und fing an zu brennen wie die Hölle. Geiles Produkt. Also dann lieber nicht mit dem Rasierer schneiden, sondern einfach den Hodensack wegätzen. Einfach den Hodensack wegätzen. Geil. So, der Manscape vom letzten Mal hat aus meinen Eiern eine Mondkraterlandschaft gemacht. Wusste legit nicht, dass man sich so tief schneiden kann. Hiermit dürfte es einfacher gehen, obwohl ich mir bei den Rezensionen unsicher bin. Nicht kaufen. Bestseller steht da auch noch. Bestseller in den Hausmittel. Geil. Als nächstes Georgs Jungen J. New Savage Boy. Also irgendwie ist so Georgs und New Savage... Passt nicht so ganz. Hohe Sneaker. Wenn mich mein kleiner Bruder 4 sieht, wenn ich meine Eltern besuche, strahlt er über beide Ohren und kommt auf mich zugesprungen. Schuhe sind zwar langweilig, aber mit denen ist der Kindergarten, der die wärmste Füße hat. Muss ich haben. Zack. PlayStation Plus Mitgliedschaft, auch smart. Jura, 3 Phasen Reinigungstabletten für Kaffeevollautomaten. Ah, sorry, er hat einen Kaffeevollautomaten. 3 Sterne nur. Sehr gute Wahl, schöne Produkte. Ich brauche dann auf jeden Fall eine New Hair Crew, brauche ich auf jeden Fall, die, wenn du die Chemiekeule dir auf die Hoden klatscht, was dabei rauskommt. Erstmal hier Peter und Peter Riesling aus der Steil, fernab, aus der Mosel. Schönen Wein, dazu Organics. Alter, wir hatten vorhin eine Monitorhaltung, er hat eine Doppelmonitorhaltung. Auch smart, fertig, alles Check hinter, passt, ist genehmigt. Als nächstes, kennen Sie mit dem Aunamic 900B, damit hat alles angefangen. Geiles Ding, wenn du anfangen möchtest, so als für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Auna auf jeden Fall cool. Ist das Standard-Mic. Das Standard-Mic, jeder hat es, super und, gut. Und dazu, die 10-120. Ja, das ist das Starter-Bundle. Dazu noch ein Mikrofonarm, Valorant 25 Euro Geschenkkarte, auch smart, gute Wahl. Da werde ich jetzt in die Skins reinpayen. Direkt die Skins, bin süchtig, schreibt er dazu. Geil. Was haben wir als nächstes? Philips Hua White, Color, das haben viele, gute Wahl. Lego, Star Wars, der Mandalorian und das Kind, Sammlermodell, Bauset. Ich will mal was mit Lego im Stream zusammenbauen, aber was Geileres, was schwer ist. Ist zu einfach, aber ist auch sehr geil. Alter, da gab es nicht so viele geile Sachen. Noch ein Bauset und 15 Euro. Was ist das? Hast du nur das Band? Nee, geflochtenes. Solo Loop kompatibel mit Apple Watch. Hast du nur das Band, ne? Das gibt's. Auch gute Wahl. Auch das sollst du bekommen. Damen und Herren, Strickmütze. Damen-Beanie, Mütze, Herren, Winter, Feinstick-Beanie, für Frauen, Männer, Unisex. Gut. Apple Pencil Spitzen, Vierer-Pack, 12x Padex Luftentfeuchter, Mini-Fresh, 2x50 Gramm, Stopp Feuchtigkeit, Innenreinigung und Pflege. Ideal für Autowohnmobil sowie Schränke. Cool. Fire TV Cube, Hands-Free mit Alexa, 4K Ultra HD Streaming Media Player. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Kenne ich einfach nicht, aber viel Spaß damit. Alles gut, nehmen wir. Als nächstes haben wir Niklas. Max für ein Ferrari. Du kannst mir auch statt den ganzen Ferrari... Einfach Ferrari. Danke, Niklas. Machen wir. Was haben wir hier? Logitech G Pro X Super Light, kabellose Gaming Maus mit Hero 25K Sensor. Für den Bruder. Auch wenn er auf den Sack geht, wenn er es verdient. Okay, gut. Und das? Manscaped, der Crop Preserver. Reibungsminderte Intim Deo Lotion, Männerhygiene und Feuchtigkeitspflege mit beruhigender Aloe Vera. Wo wir schon von Sack reden, kann man es auch mal pflegen. Eier rasieren war ein kompletter Erfolg, by the way. Ist nicht so wichtig. Muss ich nicht haben. Ach, ich haben sich ja zwei Leute den Eierrasierer bestellt, ne, wo man sich alles blutig schneidet. Wo einer in der Rezension zum Glück sich komplett den Sack zerschnitten hat in alle Einzelteile, aber er war zum Glück irgendwie Not-Sunny und war in der Lage, sich den selber wieder zusammenzuflicken, noch vor Ort und Stelle in einem absoluten Blutbad. Grüße gehen raus an den Manscaped-Sunny, der sich selber wieder zusammengeflickt hat. Als nächstes, Dave, Red Eagle.
League of Legends, 100 Euro Giftcard. Der will es aber wissen. 1 Karat, 14K Weißgold, Diamant, Solitär mit akzentfreien Brautschmuckring, 5200 Euro. Das ist ein Troll, für ne? meine Freundin, damit sie nicht so sauer ist, dass ich wieder so viel Geld in LOL dalasse. Smart. Du haust direkt die 120 Flocken in League of Legends rein, aber dann so gibt's keinen Ärger. Wie sehr gewünscht, nicht so wichtig. Ja, einfach mal 120 Euro in Wild Points. Du, ich bin da bei dir. Weiter. Digga, zocken die alle Valorant? Sydney mit. Geiles Valorant, Game, 10 Euro ne? Geschenkkarte. Als nächstes, lecker. Kinder Happy Moments Mini-Mix zum geselligen Anbieten. Teilen mit Freund und Familie. 162 Gramm zum Naschen bei der Modarbeit. Ja, die sind wahnsinnig lecker. Aber dieses Happy Moments Mini-Mix zum geselligen Anbieten, das ist purer Zucker und fickt deinen Körper. Das steht da nicht. Zum geselligen Anbieten. Happy Moments. Glückliche Momente. Scheiße. Fühle ich. Ist das geil. Samsung Galaxy S10 Hülle. Okay. Epoch World Damen-Ohrringe. Auch als Geschenk für meine Mutter. Alter, wie viele Leute sich hier was holen für Geschenke? Für Sohn, Vater, Mutter, Bruder. Wie selbstlos sind die Mods? Ihr holt euch nur League of Legends und Valorant Guthaben und den Rest verschenkt ihr an eure Leute. Geil. Okay, weiter geht's. Noch eine Powerbank mit 26.800 mAh Schnellladung, PD-Ladegerät, Quickcharge. Nochmal eine Hülle und nochmal Ohrringe als Geschenk für meine Mutter. Hab noch so eine schwarze Hülle. Ey, sehr geil. Drei Leute haben wir noch. Red Fox, was haben wir jetzt? Der abgehobene Moderator hat wieder ein paar eloquente Wünsche. Natürlich holt er sich erstmal einen Drucker für 72 Flocken. Das ist ein besserer Drucker, als ich ihn hab. Schön, gut, HP Premium, Blatt Papier, Smart und Druckerpatrone. Alter, der macht einfach ein Büro auf. Grüß die Mitarbeiter von mir. Einfach... Die übelsten Büroutensilien, fertig. Witzig, dass die Druckerpatronen fast so viel wie der Drucker kosten, einfach die Hälfte, Junge. Immer. Als nächstes haben wir Dominik Buster, Logitech G Pro Wireless Gaming Maus. Haben Sie ja schon zwei geholt, oder? Die ist geil, die Maus. Dann kann ich meine Maus endlich mit. Welche Maus hatten wir nochmal im LAN-Party-Event? Auch G Pro Wireless. Die gleiche, die ist super, fand ich ja. Super. Was? Als nächstes haben wir Corepad, schnellere Flicks für schnellere Warnschüsse. Gut. Sudan Webcam, cool. Eine Handyhülle. Knorr Pasta Snack, Käse, Sahne, leckere Instant-Nudeln ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Achterpack. Digga, die hab ich mir früher auch geballert. Übel gute Studentenfutter. Alter, der geht ja richtig. Knorr Pasta Snack, Brokkoli, Käsesoße, leckere Instant-Nudeln, fertig in nur 5 Minuten. Auch gesund. Gut. XOX Gebäck, Pepper King Habanero Tortilla Chips. Ich werde mit so 100% vergessen, die Hände zu waschen. Direkt dann an die Tastatur. Käsepalast, Kröpöck, Natur, verzehrfertig. Zu lange Single. Fortnite, Deep Freeze Bundle, Download Code für Zubehör, Nintendo Switch. Für was? 240 Euro. Werde sonst von Tim aus der 3B geschlagen. Geil. Elektromobil VitaCare 500, Lithium-Akku, 4 Kilogramm. Seniorenmobil, Senioren-Scooter ohne Führerschein, 6 km/h die Stunde, 300 Watt-Roller. Die Oma nebenan provoziert mich jeden Morgen mit ihrem Kickdown. Die kann einpacken. Nicht so wichtig. Schusterscheune, Wursthülle, vegan. 23 mm Durchmesser. Was ist das? Eine Wursthülle? für 500 Euro? Quasi eine 600 Meter Mülltüte. 600 Meter lange Schusterscheune Wursthülle? Vegan? Das verstehe ich nicht. Ja, ist auch nicht, was soll das sein? 600 Meter Wursthülle. Vegan. Für 500 Euro. Ah, Kunstdarm, was du machst für die Wurst. 500 Euro ist viel, aber 600 Meter ist auch viel. Als letztes haben wir Prax. Fleischpflanzel, Massagepistole. Ich glaube, ich habe die gleiche. Gun für Nacken, Schultern. Ja, unfassbar viel. Ich habe oft von den Hinterbeinen, von Schenkel zu Arsch, beim Kreuzheben nach der langen Trainingspause Krämpfe. Dafür brauche ich die. Oh, krass. Muss ich mir auch mal zulegen. Kreuzhebekrämpfe, geht sofort weg. Unfassbar geiles Gerät, kann ich nur empfehlen. Bierballer, Shot Pong, Cherry Beer Pong als Shot-Version. Schaut an Royax. Wer es nicht feiert, hat kein Leben. Sau stark. Alter. All das, was ihr euch gewünscht habt, sollt ihr bekommen. Black Friday geht noch 1 Stunde 10 Minuten. Das muss jetzt schnell gekauft werden. 2000 Euro für euch. Mods, ihr seid die Besten. Danke für alles. Insanes Format. Meinung in die Kommentare, wenn euch sowas gefällt, abonnieren. Sowas kommt regelmäßig. Ich würde sowas gerne auch mal mit langen Subs machen. Und ja, sehr geil. Sehr geil. Wir haben hier natürlich heute eine unglaubliche Show. Wir haben noch mehr Hallen, noch größer. Es wird ultra geil. Was für ein Teil! Ich glaube, das hat Twitch noch nicht gesehen. Ey, am 4.12. Teammates, tragt euch ein.